Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII Rebirth. Ich find's schön, wie Tifa da gerade. Es sah so aus, wenn es wirklich so geskriptet ist, dass sie da so an diesem Felsen steht. Herzlich willkommen zurück auf jeden Fall. Ja, wir sind in der Yunnan-Region und wir müssen hier noch ein paar Sachen erledigen. Beziehungsweise auch woanders, weil ich dumm bin und die Grasland-Region vergessen habe. Und das machen wir jetzt mal eben schnell. Also nicht per se die Grasland-Region, aber es fehlen auch Kämpfe. Bei denen ich noch alle Nebenaufgaben erfüllen muss. Ich weiß nicht, ob es wirklich für irgendwas notwendig ist, so im Sinne von für... Mache Gegner gefrorene wie... Ah ja, das war das, genau. Ich habe ja beide Elementar... Ach so, warte mal. Jetzt, wo ich mal kurz hier bin, ne? Was ist denn das hier? Tatsächlich! Da ist jetzt einfach so ein Verbindungsding gewachsen. Wie geht das denn? Okay... Anscheinend passiert das. Also, keine Ahnung, beim Originalspiel war das ja auch so, aber da war das halt... da konntest du halt selber auswählen. Also, da war das ja in Form dieser Waffenfertigkeiten, also Waffen, also... Ja, dieses Waffensphärobrett-mäßige, wo dann stand, hey, neuer Materialslot, hey, Materialslots werden verbunden. Und hier passiert es einfach random irgendwann. Wahrscheinlich mit irgendwie den Waffendingern da, mit den... Ach, keine Ahnung, was weiß ich. Zack, zack, zack. Ich wollte sagen, die werden ja... Genau, Eis und Feuer. Ich muss sie auch nur schockanfällig machen. Das ist halt ganz gut. Lamu. Du brennst, ne? Ja. Sehr schön. So. Ich kann sie mir auch erstmal in dir hochfahren, so. So, und Feuer. Geht doch. Ja, es hat irgendwie damals nicht geklappt, weil es irgendwie das Spiel ein bisschen dumm war, ne? Ich hab's eigentlich auch so gemacht, aber irgendwie hat's nicht funktioniert. Ich weiß nicht genau, was da los war. So. Ah, da kommen wir wieder. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, nächster. Da. Das sind, glaube ich, drei Kämpfe, die ich nachholen muss. Von daher eigentlich alles recht entspannt. Alle Gegner Zeitlimit. Ja, guck mal. Das sollte doch jetzt mit meinen aktuellen Fähigkeiten nun wirklich gar kein Problem sein. Gegen komischen Ottifanten hier. Darf ich anfangen? Danke. Okay, der Akku mal perfekt. Aber schon, okay. Dann merkt man, wie stark man geworden ist, ne? Boff, 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 boff. Sag euch mal was. Ey! Sag mal! Oh, was. Bams, bams. Bams! Und tot. La 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 la. Okay, ich glaube noch einer. Bleiben wir also noch zwei. Weiß ich nicht. Gucken wir nach, ne? Ah, ne, zwei. Da unten steht es ja. Okay, okay. Ja, zwei. Ja, kein Problem, ja. Da haben wir einen. Bep, bep, bep. Bep, deden, deden, dep, dep, dep. Schocker einen Gegner. Innere Nährstoff tanken. Okay. Das kann man im Zweifel auch in Zweikämpfen machen. Ja, das war ein bisschen anstrengend, aber jetzt kill ich die wahrscheinlich in ein paar Sekunden mal eben weg hier. Ja, okay. Okay, dann machen wir es halt in zwei Steps. Ist fein. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe das überhaupt, weil für Schocken muss ich ja auch ordentlich reinhauen, nicht, dass sie vorher verrecken. Ich weiß nicht, wie ich das sonst machen soll. Ich meine, ich kann mich zwar ein bisschen schwächer machen noch, aber jetzt auch nicht so viel. Okay, ich brauche erstmal Analyse. Das Blöde ist, dass jetzt irgendwie... Na, nee, nee, ist doof. Ich warte lieber, ich hau lieber nichts drauf, das geht so nach hinten los. Jeder Angriff ist unnötig, um zu vermeiden. Also warte mal, ich muss doch mal analysieren. Bin dumm. Schau mal, welches Mal. Dann nimmt eine bestimmte Menge Schaden zugefügt, die Tanks sind neue Nährstoffe. Naja, okay. Ja, warte mal, ich mach's trotzdem. Ja, wobei, ist doch nicht so verkehrt, was ich gerade gemacht habe. Feuer war auch, ne, ja.
Ja, das ist problematisch. Okay, scheiße. Wie mache ich das jetzt? Kann sie nicht heilen oder so? Der heilt sich tatsächlich. Aua. Tifa! Oh. Das ist problematisch. Scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Ach nee, 17 von 18. Ach so, das sind die. Achso, ja, doch, ist doch der letzte Kampf, okay. Wie mache ich denn das jetzt? Wobei, selbst das ist eigentlich dumm. Ich habe also ganz wilde Idee, dass ich irgendwie mal Frosch-Dinger wieder verteile, dass wir einfach kein Damage machen. Vielleicht. Ah, nee, das ist auch alles irgendwie Käse. Wie mache ich denn das? Oh, guck mal, ich kann das hier erstellen. Scheiße. Das ist alles ein bisschen undurchdacht von mir. Nebenbei mal kurz die These checken. Hey, Schutzbild. Wir haben alle auch so viel magische Attacke, also das ist alles scheißegal, selbst wenn ich jetzt... Achso, ich habe gerade bei Abwehr geguckt. Selbst wenn ich jetzt, keine Ahnung, wer am wenigsten... Okay, jetzt, wenn ich dem das jetzt gebe... Nee, tiefer. Nee, Barrett. Selbst wenn ich dem das jetzt gebe, ist es wie trotzdem One-Hit. Scheiße! Warte. Ich habe vielleicht eine Idee. Es gibt doch auch hier, wir haben doch auch Feuerimpuls zum Beispiel. Ja. Mann, nee. Ja, das ist ein Problem. Ich glaube, ich krieg das nicht mehr hin. Ich hab Dreck in den Haaren. Wie mach ich denn das? Ich bin zu schwach. Oder ich bin zu stark. Ich versuche das wirklich mal mit den Froschdingern. Warte mal, Cloud lasse ich mal lieber. Arkan wird zu Frosch. Die auch nicht irgendwie. Keine Ahnung, okay. Drei der vollen Kraft. Na, 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 na. Who knows, ne? Scheiße, Alter. Das ist ja komplett beschissen. Nein! Cloud! Ich glaube, selbst das Frosch machen die noch zu viel Damage, ey. Ja, das ist problematisch.
Oh doch, das kann vielleicht klappen. Oh mein, nee. Nee, klappt auch nicht. Mein Gott, ja, das ist, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das kann ich nicht mehr schaffen. Ich wüsste nicht wie. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das muss ich leider aufgeben. Ich bin zu stark. Ich bin zu stark. Ich krieg die nicht mehr geschockt. Scheiße. Ich werde mal recherchieren, ob es da irgendwelche Tricks gibt oder so, aber ich glaube, es wird nichts mehr. Scheiße. Das habe ich halt komplett nicht bedacht, ne? Dass ich ja irgendwann einfach scheiße stark bin und potenziell alles one-hitte. Ist ja voll ätzend, ey. Meine, zum Glück habe ich alles andere hingekriegt. Reift der vollen Kraftphase, ne? Ja. Trotzdem ein bisschen dämlich. Hey, Barrel-Fäden-Slot. Ach ja, Gift habe ich ja. Da war ja was. Widerstand. Hier, Toxin und Gestein. Wie wär's denn damit? Oh, Mann, ey. Tja. So viel dazu auf jeden Fall, ne? Scheiße. Naja, gut. Dann würde ich sagen... Was Froschparty, ich traue mich nicht an fucking... Froschspielplatz, ja. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, Leute. Ich sag's, wie es ist. Oh. Und wo starte ich das Minispiel? Schon irgendwo da hinten, ne? Hi. Was? Frei von der Rolle? Voll von der Rolle? Okay, was auch immer. Achso, das ist ein... Oh. Noch mehr Froschringe, geil. Machen wir erstmal das hier. Ich muss 1 Minute 20 aushalten, war die Sache, ne? Basically Fall Guys. Oh mein Gott, ey. Ich muss halt erstmal die Steuerung wieder lernen. Ich spring mit Kreis wie Kingdom Hearts oder was? Was ist das denn? Boing. Das ist schon fake, dass man einfach instant wegfliegt dann. Also das ist schon bescheuert. Wo habe ich denn die meisten überlegen schon müssen, so ganz theoretisch? Eigentlich außen, ne? Weil da das Ding am meisten Wände, Kreis, Gerät hat. Wände, also, ach egal. Das war dumm. Ja, war dumm. Ich mag, dass alle dabei sind irgendwie. Selbst Red. Also ein roter Frosch. Ergibt Sinn. In der Theorie ist es ja einfach. In der Praxis nicht. Weil die Steuerung ein bisschen Arschloch ist. Meinst du, instant wegfetzt ist halt auch echt so ein bisschen Betrug. Ach ja, der Boden fällt ja auch irgendwann weg. Ach, scheiße. Eine Minute 20 ist auch nicht so lang, tatsächlich. Das Gute ist, umso schneller sich die Dinger unten drehen, desto geringer ist die Chance, dass ich dagegen knalle. Aber oben ist halt wieder beschissen, ne? Oh nein. Ja, wow, okay.
Aber interessant, dass es hier noch ein zweites Minispiel tatsächlich von gibt. Bäh. Ja, ich hab Dreieck gedrückt. Mit Dreieck springen! Spiel Ballschock oder was? Oh, okay, das wird ätzend. Miau, miau, miau. Da mal! Der Anfang ist am beschissensten, weil die Dinger da so langsam sind. Oh. Ich mochte auch Kate Sith gerade als Frosch. Einfach so diese Krone. Bär, bär, bär. Ja, ich weiß noch nicht so wirklich, was wir jetzt mit diesem Kampfauftrag da machen. Ob ich es wirklich einmal straight up verkackt habe, dass es nicht mehr geht. Oh, oh. Ja. Oder ob es da irgendwelche Tricks gibt. Bestimmt gibt es da irgendwelche Tricks, wie ich mich wieder schwach machen kann, aber... Ich könnte mir halt... Nee. Nee, kann ich auch nicht. Oder ich kann mir halt so wieder Waffenfertigkeiten wegnehmen in meinem... Ne, in meinem Sphero-Brett, aber... Die Level-Ups sind dann trotzdem nicht weg. Die mir auch immer mich stärker machen, also ich glaube, das bringt alles nichts. Scheiße, ey. Ja, ich guck mal, vielleicht finde ich irgendwas im Internet, vielleicht hat irgendwer das gleiche Problem und hat Lösungen gefunden. Oder irgendwer anders, ne? Man weiß ja nie. Stößt da nicht noch mehr Bretter irgendwann? Natürlich. Was war das denn? Das war ja mal 10 von 10 Scam gerade. Wie die untergehen. Was für ein Schrott. In der Theorie ganz nettes Minispiel, aber ich finde es ein bisschen dämlich, dass man wirklich direkt so wegfetzt, selbst wenn man da drauf landet. Sollte so ein bisschen anders irgendwie funktionieren. Hi. Irgendwie keiner, man kann oben drauf landen auf den Dingern. Also man sollte, gut, vielleicht ein bisschen schießen, wenn man dann einfach drauf stehen bleibt. Halt irgendwie keine Ahnung, dass man nur, wenn man so von der Seite gegenfliegt oder so ein bisschen Knockback bekommt oder so, dass das so quasi die Schwierigkeit ist, dass man sich dann noch retten kann. Fände ich netter. Aber wer bin ich schon, ne? Ich meine, so 1,20, ne? Ist ja auch echt nicht lang. Eigentlich. Die längste Minute meines Lebens, ne? Man kennt sie. Eine Minute geht schnell rum, aber wenn man irgendwas machen muss, was super ätzend ist, dann ist die Minute einfach eine Stunde. Das ist... Hä? Digga, wie seid ihr gegen? Ja, ich hätte, glaube ich, weiter wieder nach außen gehen müssen. Ah, ich pack das schon irgendwann irgendwie. Ich glaub an mich. Aerith wollte mich gerade blocken, die Schlampe. Ne, 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 Aerith, die kleine Bitch. Hab sie trotzdem lieb. Kann aber nur hier hinhalten, ne? Das ist jetzt doof. Alter. Das war einfach drei Bedrohungen auf einmal. Das Ding von oben kam, das Ding von unten kam und die Plattform ist weggebrochen. Und alles drei war auf einmal da. Da wurde einfach dreifach belocht einfach. Immer noch mein Mini-Buster-Sword auf dem Rücken, ne? Aber ich mag das Geräusch, wenn die wegfliegen. Na, warte mal. Hui. Den nehmen wir noch mit, so. Oh Gott, war ein bisschen früh, aber hier sind wir gut ausgegangen. So, wieder ein bisschen weiter nach außen jetzt. Habe ich mehr Überlebenschancen, wenn die dann so richtig schnell kommen, so wie hier. Wie, ich bin ja bei 50 Sekunden. Das ist ein Fake. Ghetto, Ghetto. Die singen übrigens Ghetto die ganze Zeit, ja. Nein! Wo bist du denn?
Was machst du denn? Oh Mann. Okay, bei 1:05 wird's echt immer bösartig. Ah, ist schon okay. Es ist okay, dieses Minispiel. Besser als Fort Condor. Naja, Fort Condor ist wahrscheinlich durchdachter, aber Fort Condor macht mir einfach Angst. Deswegen, ich warne schon mal vor, ich werde wahrscheinlich dann auch einen Guide benutzen, weil... das ist einfach nur Try and Error, bis man irgendwie gut rausfindet, was funktioniert irgendwie. Ich denke mal, dass dann ein Guide gut helfen wird. Denn meines Wissens nach ist es ja immer, machen die Gegner ja immer das Gleiche. Die spawnen halt immer in der festen Reihenfolge ihre Dinggegner und da kann man ja logischerweise dann fest etwas gegen tun, jedes Mal. Oh oh. Oh Mann. Sollte ich übrigens immer mal so bei 1:19 oder so wegfetzen. Ich sollte nicht neu starten, weil die Zeit geht dann immer noch so ein bisschen weiter. Vielleicht zählt das. Dass ich so wegfetze, aber es von Donner schaffe. Mm. Nee. Ja, ne? Minispiele. Ja, ich bin gerade mal überlegen, wann kommen eigentlich... Was gibt's denn noch so für Minispiele, die wir dann auf jeden Fall machen müssen? Also, ne, wenn wir dann nach... Storybedingt dann auch wieder nach, also in den Gold Saucer gehen, dann wird's halt abgehen. Also da bin ich ja bestimmt 2-3 Folgen safe nur mit Minispielen beschäftigt. Also da gibt's ja sau viel und auch neue Minispiele und so, glaube ich, und so. Ich glaube, das wird ein bisschen anstrengend. Boah, das ist anstrengend, aber... Da wird's viel sein, aber in der Open World so viel ist es ja gar nicht, glaube ich, mehr. Also hier Froschparty ein bisschen scheiße, Fort Condor und halt das Äquivalent da mit diesen Gambits und Bits oder wie das hieß. Ach komm! Das war noch kein Treffer. Ghetto. Ja, ansonsten so in der Open World muss ich gerade überlegen, was es da noch für Minigames gab. Ich meine, das Pomp-Minispiel, also das Sit-Up-Minispiel. Kniebeugen? Nein, Sit-Up. Sit-Up sind richtig. Sit-Up-Minispiel habe ich schon fertig gemacht. Chocobo gleiten habe ich auch alle gemacht. Wow, was habe ich für einen Boost gerade bekommen? Ich habe ja keinen Boost bekommen, die Plattform ist halt einfach nur so. Dreht sich ja, ne? Deswegen. Oh Gott. Ghetto. Oder geht ab, singen die. Geht ab. Ach nein, die geht runter. Oh Mann, das sah gerade so aus, als wenn das andere wackelt. Ganz ehrlich. Hey, war ein Rekord. Das sah gerade so aus, als wenn das andere wackeln würde. Mann. Ich dachte kurz, ich wäre safe. Mann. Ja, was gibt's auch so Minispiele? Ich muss echt überlegen. In der Open World halt vor allem. Na gut, es gibt natürlich noch Kaktor-Scheiße da. Ja, da will ich auch erstmal direkt sterben. Kaktor-Scheiße, ich hoffe, dass dann halt irgendwann, ich meine, das mache ich dann wahrscheinlich, wenn dann auch ich mal die zweite Runde überhaupt erst freischalte. Wann auch immer das sein wird. Ich denke, das ergibt mehr Sinn, wenn wir das dann erst machen. Dann muss ich mich da halt einmal durchquälen, dann haben wir's. Ja, ansonsten weiß ich auch nicht. Gab es in der Gongaga-Region irgendwas? Nö, ich glaube, da gab es gar nichts. Gongaregium war irgendwie eh kurz. Nibelheim gab es, glaube ich, auch nichts. Ghetto. Okay. Das rechte hier wird gleich bröckeln. Das heißt, ich sollte mich mal so ein bisschen nach links schon mal begeben. Präventiv. Hilfe! Ich muss hier rüber! Ja, genau. Okay, jetzt wird es halt asozial hoch 18, glaube ich. Oh Gott.
Das ist auch asozial. Das ist ja... Ich habe 20 geschafft. Oh Gott. Zeitvorgabe, 21. Okay. Alter, das wird ja richtig asozial am Ende. Holy shit. Oh, okay. Ribbit. Halt doch die Fresse. Rabbit. Okay, was ist das hier? Wieder 21. Voll von der Rolle klingt nach, dass es irgendwas ist, was rollt. Und ich überleben muss. Okay. Bleib so lange wie möglich auf der Plattform. Ja, habe ich mir gedacht. Okay, ja, okay. Ah. Jetzt verstehe ich die Herausforderung. Ghetto, 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 ghetto. Ah, da kommen auch so lustige Dinge. Habt ihr nicht gesehen? Das ist nicht passiert. Sechs Froschringe. Warum will man denn Froschringe haben? Also fucking useless einfach nur. Naja. Hier und hier mich an Katesith, der weiß, was zu tun ist. Okay, Mann. Hab ich bambuselt. Hab ich wirklich bambuselt? Nee, 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 nee. Der hat mich nicht mehr von denen verarschen. Hab ich jetzt beschlossen. Waaah! Flop. Werde ich ungern springen. Habe Angst vor Springen. Sollte vielleicht immer so ein bisschen. Ja. In die Richtung gucken. Na, warte mal. Hier, genau. Genau! In die Richtung gucken, wo es halt hingeht. Genau deswegen. Oh Gott, ist ja gar nicht panisch oder so hier. Renn! Ah! Scheiße. Aber ich hab's schon geschafft. Okay, gut. Okay, war auf jeden Fall einfacher als der letzte Scheiß. Wie lange halte ich noch aus? Was meint ihr? Oh, ich bin tot. Bam! Voll im Kopf dagegen. Okay, geil. Das ging schön schnell. Ribbit. Wasserpatscher. Froschkönig. Aha. Ja. Schön. Schön. Schön, dass es jetzt doch so relativ schnell geklappt hat. Deine Mutter ist langweilig, weißt du das? Ja, versuchen wir es doch einfach mal jetzt mit Fort Condor, wa? Ach. Ich will nicht. Können wir mal gucken, wie viele Items wir jetzt haben. Können wir mal nach Costa del Sol gucken. Bei ab 30 gibt's Pling. Und ich will eine Trophäe haben. Einfach mal so. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, komm. Ja, muss ja sein, ne? Fangen wir hier mit an. Ich guck's mir mal vorsichtig an, was hier passiert. Missionsmodus. Mission 2 von Fort Condor spielen, ja. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Da kommen wieder extra Sachen hinzu. Ja, ich wusste es. Im Missionsmodus übernimmst du die Führung einer demoralisierenden Kondor-Armee. Die Kampfkraft der Schindler-Truppe ist unverändert, aber deine Einheiten sind demotiviert und erschöpft, was deine Aufgabe wirklich erschwert. Was? Okay. Ich will jetzt schon Guide benutzen, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Oh Gott. Auf der anderen Seite, es gab auch Fort Condor Hard Mode im, beim DLC von Teil 1. Also bei der Yuffie-Episode, und da hat das eigentlich auch recht gut geklappt irgendwann. Wie demoralisieren, was soll denn das heißen, ey? Bam, bam, bam.
Kommen alle von rechts. Irgendwie sind alle so fette hier, ey. Ja, grünen Heiler bringen mir auch nicht so viel. Das ist Katastrophe. Das ist ja jetzt schon furchtbar. Alter, ich werde halt super schnell weggefickt, ne? Das ist ja ekelhaft, ey. Ach, die gehen ja irgendwann alle, ne? Ja, keine Ahnung, Alter. Okay, da werde ich einen Guide benutzen. Das ist mir zu doof. Ja, okay, das ist bescheuert. Ich guck mal live nach, okay? Entschuldigt mich, aber ich habe keine Lust mehr. Ich weiß klüger, das irgendwie offscreen zu machen, weil ich jetzt auch rausholen. Egal. Wenn wir den Rebirth Ford Condor hat. Guide. Okay, Achtung, wähl. Ich hoffe nicht, dass es irgendwelche. Ja, ich wusste es. Irgendwelche Sound vor dem Video direkt losgeht. Eine schnelle Internetleitung ist ein Fluch. Difficulty easy. Das geht? Wow, okay. Bin begeistert. Welcher Stage bin ich denn gerade, wenn ich mal fragen darf? Stage 2, okay. Dann gebe ich erstmal auf. Die tragen hier die. In dem Video tragen die hier die Freizeitkleidung. Warum können die das? Okay. Dann ändere ich es jetzt auf leicht und hoffe, dass ich daran denke, es wieder auf hart zu stellen, sobald ich damit durch bin. Auf hart, genau, auf normal. achso, muss man jetzt mal rein hier, ne? Ja. Powerpix. Typ von YouTube. Video von Powerpix, den vertraue ich. Also, Headquarters, Stützpunkt da, genau. Ausbalanciert ist sogar. Genau das Setup, was. Wobei hier ist Cloud tatsächlich drin stattdessen. Ah, ne, so, genau. Sonst ist es das gleiche Setup, was ich auch habe, okay. Der ändert jetzt nochmal was. Okay. Okay, Moment. Er fängt an und droppt einen dicken dahin. Ja, sonst werde ich jetzt ein bisschen dumm hier gerade. Mit dem Video auch gleichzeitig das zu handeln. Was macht der? Einen dicken dahin. Und nochmal, noch einen tatsächlich. Nee, hä? Ich bin jetzt schon so verwirrt, ne? Nee, einen kleinen, okay. Ich verfolge den Millimeter für Millimeter. Den. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Wie sie sich anordnen. Lieb's. Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen, was er gedroppt hat.
Ranger, okay. Ein Schütze auf Deutsch. Hier ungefähr. Auch ungefähr bei der Zeit, bei der ich gerade bin. So, super. Mann, ich kann das mal nicht so schnell erkennen. Er drückt so schnell. Einfach nur ein Vanguard, ein Stürmer. Sieh, Dad, ich bin ein Gipfelstürmer. Also bei mir sieht das irgendwie alles beschissener aus. Aber das passiert bei ihm tatsächlich auch gerade. Ein Elite-Schütze. Bei ihm allerdings weiter vorne. Er platziert ihn schon ganz vorne, okay. Ich soll vielleicht auch. Scheiße. Ich soll vielleicht auch das Video wieder abspielen, so. Okay, dann in die Menge ein. Alter, ich sehe das nicht so schnell. Wieder ein Vanguard. Das ist ein bisschen Chaos hier alles. Und da hinten. Ich mache es mal anders. Bro, ich sehe, Alter, der drückt so, ich sehe, wenn ich hingucke, der drückt so fucking schnell. Okay. Ein Schütze. Das ist ja Chaos, Alter. Okay. Dann nochmal ein Schützen, glaube ich. Bro, kannst du aufhören, so fucking schnell zu drücken? Alter, ich sehe ja nichts. Ich wirklich so ein Frame. Alter, schlimm, ey. Ich kann keinen. Ich kann nicht. Ach, jetzt darf ich ihn Schützen droppen. Achso, weil der 2 kostet, okay. Okay, jetzt nehme ich später einen Barrett irgendwie mit zu. Ah ja, guck mal, passt ja auch. Ach ja, das war ja so, genau. Okay. Ein Vanguard dazu, aber wir haben tatsächlich ein bisschen Zeit, bis wir das machen können. Oder auch nicht. Das passiert jetzt bei dem Typen nicht, dass hier so ein Wolf durchrennt. Das ist natürlich herrlich. Naja, gut, aber ist nicht so schlimm. Der Wolf verreckt dann vielleicht einfach und der Rest kann dann einfach gleich durchrennen direkt. Der anderen Seite. Aber was passiert sonst wieder ein Unfall gleich? Nur mal kurz gucken. Das Problem ist, ich kann ja leider nichts setzen jetzt da vorne, ne? Das hat scheiße so. Sagen wir, wie es ist. Ah, okay, sehr schön. Moment. Mal kurz gucken. Okay, da, ja, einfach den hier hin. Ja, jetzt ist glaube ich eh so ein bisschen egal. Wobei ist es egal? Sorry, das ist ein bisschen chaotisch, ich weiß. Bisschen dumm gerade, wie ich mache, aber ist okay. Okay, jetzt setzt da noch ein Enforcer hin tatsächlich. Wir leben aber irgendwie viel noch viel mehr an der Stelle. Was ich gerade ganz spannend finde. Okay. Haben jetzt eigentlich schon so gut wie gewonnen, oder? Kann ich aber Cloudline mal hinballern.
Soll die Welt eigentlich in Ordnung sein, behaupte ich mal. Okay. Auf jeden Fall gesehen, was er tut. Hier setzt er noch so einen Verteidiger hin. Und dann wartet er, bis da rechts dieser Vogel rauskommt. Der auch da hinten irgendwie interessanterweise spawnt. Da kommt dann halt ein Elite-Schütze nochmal hin. Und dann Cloud in die Menge. Ungefähr bei einer Minute. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus auch hier, ne? So, machen wir doch einfach mal. Okay. Na, das hat funktioniert. Okay, wissen wir auf jeden Fall, die Guides funktionieren. Die Folge ist wahrscheinlich auch schon... Okay, 41 Minuten. Schießt das Mini-Missionsmodus ab. Okay. Eine Gruppe 5 EP bekommen. Ich glaube übrigens, das habe ich vorhin auch gesehen, ich glaube, wir bekommen auch EP, wenn ich die Kampfaufträge mit den Zusatzaufträgen abschließe, ne? Als wir es vorhin einmal nachgeholt haben, also am Anfang der Folge, da habe ich glaube ich einmal 5 EP gesehen. Das heißt, ich muss eigentlich diese scheiß Mini-Spieler noch schaffen, also diesen scheiß Kampfauftrag. Mann ey, so eine Scheiße. Ich krieg's nicht hin, das ist schmerzhaft. Kann doch nicht sein, ey. Gibt's irgendwas, was kein Damage macht, aber die Schockleiste füllt? Nein. Jagd 4, greinendes Gras. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was ich googeln soll, so. Scheiße. Ach, warte. Nee, kann ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja auf hart stellen, aber das ist ja Blödsinn, kann ich nicht. Gibt es irgendwelche Einstellmöglichkeiten eigentlich? Mein Gott, System. So, keine Ahnung. Damage auf irgendwas setzen. Überwinden Markierung. Lalalala. Navigationshilfe in der Oberwelt. Kompass, Navikarte. Da kann ich auch meine Navikarte einschalten. Ist doch viel besser. Brr, 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 brr. Ja, da kann ich nichts machen. Wenn ich jetzt auf einfach stelle, ist sie ja auch schneller tot. Wenn man dann im Kampf vorzunehmen, die sich auf die Auswahl von Kommandos anziehen möchten, Aktionen werden automatisch ausgeführt. Ja, ist noch beschissener. Na, keine Ahnung. Es ist alles ein bisschen doof. Ich habe gerade gesehen, hier bei Anleitung, ich kann noch was wegdrücken hier. Delfinshow. Fort Condor. Mache ich immer mal wieder nach den Folgen, dass immer so alles, dass alle Punkte weg sind. Naja, gut. Ja, ne? Aber gut, mit Guide macht mir Fort Condor jetzt gleich viel weniger Angst. Die Moral ist gleich gebrochen. Direkt schon keine Lust mehr. Aber ich muss doch irgendwie diesen Kampf da schaffen. Ah. Das wird jetzt auch potenziell immer schwieriger, weil ich immer stärker werde. Oder irgendwelche andere Charaktere nehmen, ne? Vielleicht irgendwie... Kann irgendwer gar nichts. Kate Sith. Nee, Cassius haut leider auch ganz schön viel rein, eigentlich. Das ist alles schwierig. Das ist alles schwierig, aber gut. Ja, dann werden wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall um die Fort Condor-Spiele kümmern, die drei. Das sollte jetzt nicht so lange dauern, denke ich. Ja, ich überlege mir nochmal was, ob ich irgendwas hier mit der Grasland-Region hinkriege. Und dann geht's schon weiter in die Coral-Region. Und die wird halt nochmal ganz spannend. Wobei, so spannend wird's eigentlich nicht. Ne, eigentlich sogar gar nicht, ne? Nur die Zeit. Wobei doch, wir müssen hier die Kartenspiele spielen. Darauf habe ich halt so gar keinen Bock. Ich sag's, wie es ist. Sind aber auch alle in Costa, ne?
Gab's hier noch irgendwelche Minispiele? Nein. Halt nur das Sit-Up-Minispiel, aber das habe ich ja schon. Wo ist das überhaupt? Ja, wo ist es denn da? Man kann trotzdem mal hingucken, ob es da noch irgendwas gibt, aber ich glaube nicht. Ja, hier gibt es Kartenspiele. Das wird dann auf jeden Fall eine Sache. Die Quest, sogar zwei, die jetzt schon direkt angezeigt werden. Vielleicht werden so mehr. Also da sind wir dann ein bisschen beschäftigt. Ja, in der Korre-Region dann. Muss mal überlegen, wie ich das so mit der. Mit dem Kaktor-Kram mache hier. Naja, mal gucken. Gab's hier noch irgendwas? Nö, ne? Nur Waffenläden. Na gut. Alte Mine. Ja gut, ne? Ich sag mal danke fürs Zusehen, ich hab's gefallen und beim nächsten Mal, ich hab's gerade erzählt. Also bis dahin, ne? Oh, guck mal, jetzt haben wir da oben rechts die Map. Ach, schön. Ja, viel besser, ey. Wenn man auch direkt sieht, wo man langläuft. Wie halt in jedem anderen Open-World-Spiel auch. Warum ist das eine Option mit dem... Na, egal. Bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!